Tuning so, gar nichts. Zwei davon ein und dann noch ein blauer, ne? Hatte ich gesagt. Genau, und dann zack. Ja. Let's start again. Hallöchen zurück und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft The Novos. Natürlich wieder mit dem Gamer's Time. Hallöchen, Popöchen. Ach du Heilige. Junge, wenn du so nah an das Mikrofon gehst, habe ich einfach Angst. Ich werde jetzt jede Folge immer wieder irgendeinen anderen YouTuber imitieren. Okay, mach das. Okay. Ja, in der letzten Folge, ganz kurz nochmal zusammengefasst, haben wir den Tier 5 Altar gemacht. Den will ich mir jetzt selber erstmal nochmal ganz kurz angucken, habe ich nämlich noch nicht gesehen. Und er sieht gut aus, sehr schön. Ja, nice. Ich finde es schön, hier noch meine Botania-Pflanzen am Sammeln. Ich warte dann so ein bisschen, bis du da bist. Ja, den Baum farbe ich mir. Ich fahre mal eben kurz die Bäume hier ab, die hier so rumstehen. Oh nein, hätte ich das mal nicht gemacht. Ja, sag Bescheid, sobald du zurückkommst, weil dann können wir nämlich direkt loslegen, ja? Wo bist du denn gerade? Ja, ich bin in der Nähe von zu Hause. Okay. Oh nein, hätte ich das mal nicht gemacht. Ich lasse es auch sein. Ich baue nur den Anfang ab und dann ist das gut hier. Ich muss nur warten, bis du jetzt dann sagst, so, jo, bin wieder da. Und dann legen wir direkt los, nämlich. Dann zeige ich dir mal. Ja, ich bin nur ganz kurz eben zu unserem Ding gelaufen. Hier zu unserem Altar, der gerade übertrieben gut aussieht. Und übrigens auch anscheinend jetzt irgendwie doch funktioniert. Nee, ich bin ja die ganze Zeit in der Nähe, deswegen wahrscheinlich. Oder ist der Chunkloader oben noch dran? Ich leg noch mal meinen Orb rein, ja? Ja. Weil deins müsste ordentlich voll sein. Wie viel hast du, weißt du das? Ich habe nämlich nur noch 50.000 drin. Ja, 930.000 habe ich. Ja, gut, dann sollte meiner jetzt erstmal ein bisschen drin liegen bleiben. Weil ich habe nur 50.000. Also du bist jetzt wieder zurück gerade? Ich bin jetzt bei mir zu Hause, ja? Okay, alles klar. Dann komm mal zu mir ans Grundstück am besten. Okay. So, dann müssen wir ganz kurz mal schauen. Soll ich, warte mal, was machen? Ach genau, wir machen Botania, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Wir machen jetzt kurz den Anfang von Botania, dass ein bisschen Mana produziert wird. Und dann Ach, scheiße. Sofort wieder da. Ich bin nochmal ganz kurz die Kabel zurück. Kein Stress. Zack. Die Chunkloader. Haben wir nämlich auch genug Chunkloader. Also wir haben jetzt im Grunde alles, um auch im Deep Dark die Quarry aufzubauen. Nur Kisten müssen wir craften, aber dafür habe ich schon Holz auf jeden Fall. Zack. Hast du einen Setzling? Ja, habe ich sogar. Aber egal, einen ganz normalen Setzling brauchen wir eigentlich nur. Hier, habe ich hier gedroppt. So, zack. Ja. Hast du. Der müsste auch gehen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, das funktioniert sogar. So, jetzt haben wir hier... Kann meine XP mal ganz... Jetzt haben wir hier unser schlaues Buch, aber jetzt müssen wir erstmal hier auf Botania wechseln, Leute. Denn das Erste, was wir machen, ist der Petal, den müssen wir jetzt erstmal bauen. Und der ist relativ simpel, den kriegt man ganz leicht hin. Brauchen nur ein bisschen Cobblestone, wenn wir den irgendwo hier in der Kiste finden noch, das wäre ganz nice. Da haben kann ich denn irgendwas machen überhaupt? Ich zeig dir jetzt mal kurz erstmal, wie das funktioniert. Oh. So. Ja, mal ganz kurz sagen, deine ganzen Blueberries hier ab. Botania bedient sich auch wieder der Macht der Magie. Wir sind ja sowas wie die Magier. Setzander und ich, Leute. Jo. Ja, Wo hast du deinen Juicer? Im Inventar habe ich den hier. Hier. Ne, ich hab. Okay. Du hast zwei. So, zack. Da haben wir jetzt erstmal unser erstes Ding. Das ist schon mal wichtig. Dann brauchen wir jetzt zwei Wassereimer. Eben kurz. Ja. So, zack. Was ist denn das, der Enchanter? Hm? Das ist der Ender-IO-Table. Aber das ist nicht der Auto-Enchanter, ne? Nein. Wo ich mir das aussuchen kann, oder? Nein. Du kannst da Bücher verzaubern. Du kannst sagen, was du für Bücher verzaubert haben willst. Zum Beispiel mit Looting 3 oder so. Okay. Also ist ja das schon. Ja, das ist sowas wie Auto-Enchanting-Table fast. So, zack. Okay. Wir müssen uns auch noch die Rüstung bauen, ne? Ja, das kommt noch alles. Machen, ey. Das kommt noch alles. Wir haben noch so viel zu tun, Sorge, ey. Ohne Witz. Das ist richtig übel. So, jetzt müssen wir als allererstes erstmal eine kleine, feine Blume machen. Und zwar... Zack. Ja. Dankeschön. Oh, Entschuldigung, Leute. Jetzt bin ich auf View Online gegangen. Jetzt ist er hier rausgetappt. Ich muss jetzt erstmal wieder das Spiel auf Vollbild machen. Tut mir leid. Das war nicht mit Absicht. Denn du hast da so einen Knopf. Das ist richtig geil in dem Buch. Wenn du irgendwas nicht weißt, klickst du dann auf dieses View Online und dann siehst du einfach, online öffnet sich direkt die Seite zu dem kompletten, was du gerade dir anguckst. Und da ist alles nochmal ganz genau erklärt dann. So, genau, so. Das ist nicht schlecht.
Wir brauchen nämlich die Pure Daisy. Das ist echt nicht schlecht. Da müssen wir ganz kurz schauen, wie wir die machen. Okay, ja, die ist richtig leicht. So, Moment. Jetzt wirst du sehen, Zander, jetzt wird gezaubert hier. Okay. Was ist jetzt das Ziel überhaupt der ganzen Sache? Dass wir erstmal die Mana-Produktion ans Laufen bringen. Also wenn du hier was reintun willst, musst du das immer so reinwerfen, ne? Jetzt siehst du das so. Siehst du das da im Becken, wie das da rumschwimmt? Oh, yo. Ja, das sind jetzt 4 Setzlinge. Jetzt mach ich noch so einen Seed rein und zack, habe ich eine Blume. Okay. So, die setzen wir da hin. Und die Blume, die kann zaubern. Pass auf, ich zeig dir wie. Hast du Holz? Ja, kann ich holen. Okay, dann holen aber Stämme. Ganz wichtig, wir brauchen Stämme, ne? Ja, hab ich. Hab ich gerade extra gefarmt. Okay, sehr gut. Weil ich das wusste. Ja? Ah, okay, gut. Ja. Finde ich gut, dass du sowas weißt. Lucky. Okay, wir können aber auch schon mal so ein bisschen Kabel. Wie viel brauchen wir denn? Brauchen wir viele oder wenig? Nimm mal ruhig einen Stack mit, das ist kein Problem. Nimm ruhig einen Stack. Einen Stack habe ich nicht. Einen Stack habe ich ja, nicht. Ja, dann nimm so viel du kannst. Ich habe nur 15. So. Okay, da müssen wir jetzt nochmal ins schlaue Buch schauen, denn jetzt müssen wir eine andere Pflanze machen. Hier. Nee, du kannst das Holz ruhig, das kannst du machen. Setz das mal hier um die Pflanze herum. Das muss direkt die Pflanze berühren, das Holz, ja? Setz mal die Stämme so da drum, die 4 Stück, die letzten. So, zack. Und gleich passiert was. Muss ein bisschen warten. Das habe ich aber schon mal irgendwo gesehen. Stimmt, genau. Die Blume verwandelt sich jetzt gleich. Und dann sind die Sachen weg, ne? Die verwandelt die Sachen jetzt gleich um. Die verwandelt die gleich um. Oder so. Gelbe. Was war das jetzt? Ach nee, wir könnten direkt auf die Endoflame gehen. Dann haben wir ein bisschen mehr Mana-Produktion. Ah, okay, nee, dafür müssen wir ja erstmal Mana produzieren. Das heißt, wir müssen doch die Dellblumen machen. Das heißt, wir brauchen 2 gelbe, ein blau, ein orange. So, wir mal ganz kurz in die Tasche gucken hier. Gelb, blau. Aber es dauert echt lange, ne, bis das verwandelt wird. Ja, das dauert ein bisschen was. Und dann orange. Es kann sein, dass das nicht funktioniert, weil gerade dunkel ist. Soll ich eben schlafen gehen? Ja, wäre ganz gut. Das wäre ganz gut, wenn du schlafen könntest eben. Dann haben wir das nämlich gleich. So. Ja, jetzt hat das verwandelt, das Holz. Das Holz hat sich verwandelt. Nice. Ach nein, der Stein. Ich habe mich vertan wieder. Ich habe wieder Cobblestone hingetan, ich Depp. Da muss Stone hin, deswegen dauert das. Das verwandelt sich gar nicht. Ich Dummkopf, ey. So. Ohne Witz, ne? Wir sind in der Nähe von dem Blutaltar, aber trotzdem spawnen hier keine Mobs. Das kann doch gar nicht sein. Ja, dann funktioniert das wahrscheinlich nicht. Was hatte ich gesagt? 2 gelbe, ne? Blau und orange. Richtig nervig, wo wir voll in der Nähe sind. Achso, jetzt verwandelt. Yo, Living Wood. Hast du Seeds? Und ganz Stone. Normale Seeds? Ich habe einen. Einen nur? Einzigen. Hast du nicht noch mehr? Nö, wir können die eben farmen. Wo war das? Weiß ich nicht, ich hab das nur gehört, jetzt so pschu. Okay, gut, warte, ich muss jetzt ganz kurz was vorbereiten. So, gleich müsste der Stone sich aber auch verwandeln. Ich habe jetzt 2. Wie viel brauchst du denn? Hä, hey, Alter, wo ist der? Hier ist er. Alter, was hat der für ein Char? Boah, Junge, was hat der für ein Gewehr? Rastet komplett aus. Die sind so bescheuert, die Viecher, ne? Ich weiß gar nicht, was die mal wollen von uns. Tun den so, gar nichts. 2 davon ein und dann noch ein blauer, ne, hatte ich gesagt. Genau, und dann, zack, ja. So, dann machen wir so, so, genau, so. Wie viel von den Seeds brauchst du denn? Viele. Also wenn du kannst, farm Stack. Nur mit dem Stack, ey. Jetzt mache ich hier so 4 Stück, ich habe jetzt 5. Aber warte mal, ich glaube, ich habe bei mir zu Hause in den Truhen noch welche. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz nachgucken. Ich hatte ja mal ein Feld. Ich war ja mal ein Farmer. Ja? Aber das ist schon lange her, ja, ja. Farmer. Bin geboren auf dem Land, melke Kühe. Kriege keine Frau. Okay, sieht nicht so aus, dass ich ein guter Farmer war. Okay. Ja, dann müssen 11. wir da auch noch mal nachrüsten in Kürze. Oh, warte mal hier, 62 habe ich. Oh, okay, nice. Ja, das ist gut. So. Ja, 62 Seeds, ich komme jetzt. Da das hier hinten unser Gebiet ist, würde ich sagen, lassen wir die Mana-Produktion hier jetzt anlaufen, langsam. So. Ja, hier die Seeds. Ja. Tja. Sind sogar jetzt genau 64. Okay, danke. So, ich muss mich ein bisschen beeilen, nur mit dem Craften. Genau, du kannst hier schon mal so ein bisschen Platz machen, wenn du willst. Wichtig ist bei den Blumen, ne, wenn wir die aufstellen, oh, egal welche das sind, Zander. Vorsicht, Creeper! Du kleiner Drecksack. Wenn wir die aufstellen,
Ganz wichtig, niemals so nebeneinander. Da muss immer so wie hier jetzt, wie ich das mache, so ein Feld dazwischen frei sein, ja? Okay, weil sonst? Dann sind die nicht so produktiv. Okay. Dann sind die eher so Revi-Blumen, weißt du? Das sind jetzt Mana-Blumen oder was sind das jetzt? Jetzt sind das richtig gute, produktive Blumen, ja. Die machen ja, Mana. Was, ja, erklär mal ganz kurz, was heißt produktive Blumen und was heißt Mana machen? Also wie wird das also gemacht? Also, das hier sind die sogenannten Day-Blumen. Die heißen Day-Blumen, weil die nur am Tag Sonnenlicht absorbieren und daraus ja. Mana machen. Aber das wird jetzt kurz noch dauern, weil jetzt gerade fangen wir quasi, wir fangen jetzt gerade die Energie ein, aber wir können die noch nicht abgeben. Wir müssen dafür erstmal noch was haben, einen bestimmten Gegenstand. Deswegen müssen wir hier auch nochmal Holz drum machen, weil du kannst um die Blume, damit hier noch mal ein bisschen Living Wood quasi gemacht komplett, wird. Komplett Holz? Ja, ja, mach einmal komplett Holz drumherum, genau. So. Wir brauchen nämlich jetzt einen sogenannten Mana Spreeder. Den müssen wir jetzt herstellen. Da brauche ich ein Gold für. Goldbarren habe ich noch. Wir können auch bei Zinus sonst nochmal ganz kurz angehen. Der wird sowieso happy sein, wenn wir dem dann noch ein paar Sachen zuspielen lassen. Dann brauchen wir noch einen Mana Pool. Das heißt, wir müssen gleich noch einmal Stone um diese Dinger drum machen. Ja. Ich fahre mir mal ganz kurz eben das ganze Holz ab, ja? Jojo. Dann haben wir nämlich hier auch eine schöne große Fläche, die dann direkt zum Altar verbunden ist. Ich weiß noch nicht, ob das so klug ist, die Mana-Produktion wirklich da zu machen. Oder mach die doch sonst einfach auf deinem Grundstück. Du hast doch genug Platz sonst noch. Nö, ich würde das hier machen. Einfach, wir machen Blood Magic und das Botania zusammen. Das passt ja gut vom Ding her. Wir kombinieren das eh später alles hier mit den Farmen und so. Die können sich alle gerne an dem Mana und so können die sich auch bedienen später. Ja, mich stört das auch nicht. Ich mach das gerne. Hier, warte mal, komm mal her. Guck mal ganz kurz, was man davon alles braucht. Hä? Hat das sich bei dir verwandelt, das Holz? Nö. Ach, jetzt. Nur die Botania-Pflanzen brauche ich immer. Ja, guck eben selber durch einmal. Ja, der nimmt die automatisch alle auf, die ich brauchen kann. So. Okay. Zack. So, jetzt muss ich den Rest brauchst du nicht, oder was? Ne. Jetzt muss ich nochmal das... Hast du eine Axt oder so? Ich muss mal gucken hier. Hast du Lava-Sigil gerade zur Hand? Nee. Ich habe noch gar keinen Lava-Sigil. Ich hol das mal eben. So. Ich mach mir mal eben schnell eine Axt, Leute, weil sonst dauert das ja Jahre, bis ich die Sachen da immer abgebaut habe. Hier ist das. Ja, komm, mach ich mir hier mit eine. So, zack. Zack. So, dann machen wir Sticks hier, das schmeißen wir eben weg. So, ja, ist Living Wood jetzt? Ja, ja, ich baue das jetzt gerade ab. So. Jetzt setze ich gleich einmal Stein dahin. Oh, vorsichtig, du sammelst das jetzt ein. Oh, shit. Wow, 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 wow! Jo. War knapp. So. Wo ist Stone? Ich wollte eigentlich das schnell abbauen, jetzt mein Worktable auch kaputt. Du hast hier. Das ganze Living Wood, das musst du mir gleich kurz geben, nur. Ja, hier, komm her. Warte. Ich drop dir das einfach, hier. Ja, ich muss kurz nur gucken, wo habe ich meinen Stone hingetan? Liegt am Table, ne? Auf dem Boden. Ja. So, jetzt haben wir nämlich hier eine richtig geile, schöne, große Fläche. Wo hab ich jetzt das ganze Stone hingetan? Hab ich das in die Tasche gepackt hier? Meine Güte, ey, mein Inventar, ne? Das ist echt nicht mehr normal, was ich da alles... Ich hab einfach jeden Scheiß im Inventar. So. Ich auch. Deswegen will ich unbedingt dieses ME-System haben, damit diese Kacke endlich vorbei ist. Dreht mich irgendwie total auf. So. Da kriegt man voll die Krise bei. Ah, hier habe ich einen Stone, sehr schön. So, Leute, dann hauen wir nämlich jetzt hier ganz schnell den Stone noch drum. So. Okay, du hast mir jetzt das Living Wood gegeben, ne? Ja, sehr gut, danke. So, dann machen wir das so. Zack. Muss ich ganz kurz schauen. Also nur zur Info, warum der Kevin das gerade alles macht. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Botania. Der macht jetzt erstmal den Anfang, sonst macht das keinen Sinn. Ja, und das ich supporte jetzt erst so ein bisschen. Ist eh nicht so ultra kompliziert hier. So. Also du wirst das jetzt gleich sehen und danach verstehst du das schon. So, jetzt habe ich hier den Spreeder. Den stelle ich hier auf. Das ist der. Der wird jetzt von den Pflanzen gleich die Energie kriegen und der gibt das dann weiter an den Mana-Pool. Okay. So, das zeige ich dir gleich. Ich mache jetzt gerade ganz kurz dafür. Wo ist denn der Mana-Pool? Den muss ich noch bauen. Ach so, okay. So, zack. Zack, dann hier, haben Botania, wir erstmal The Wind of the Forest. Botania. Oh, nice, sehr Botania. Schön. Gut, immer schön die Pflanzen. Warte, hier ist noch, ich habe noch mehr, glaube ich. Nee, doch nicht, das war's. Kein Problem. So, ja, jetzt macht er hier jetzt Living Wood. Living Rock kriegen wir jetzt. Mal noch einmal kurz warten, dann verwandelt er das jetzt. Sehr schön.
Jo, nice. Sehr schön. Jetzt haben wir Living Rock. So, daraus baue ich jetzt uns den Mana-Pool. Machen wir uns direkt mal zwei Stück. Die können wir nämlich im Notfall dann daneben einander stellen. Schon mal hier. Oh. Zack, zack. So, und jetzt habe ich hier diese sogenannte Wand of the Forest. Die kannst du, wenn du mit Shift und Rechtsklick machst, auf dem Binding-Mode oder auf einen anderen stellen. So, die ist jetzt auf dem Binding-Mode. Oh nein. So, und du sollst da reinschießen, genau. So, und jetzt tue ich die ganzen Blumen auf den quasi machen. Und du siehst jetzt, gleich müsste sich eigentlich das eine, das rechte Ding befüllen. Mit, das sieht aus wie Wasser. Ja, genau. So, geht jetzt an. Kommt da Mana rein. Jo. Du siehst ja auch, glaube ich, immer so einen Schuss, den der da drauf macht. Ja, genau, so einen grünen. Ja, genau, und jetzt macht der da Mana rein. So, und jetzt könnten wir rein theoretisch hingehen, zum Beispiel, wenn wir jetzt die Endoflame, das ist eine Pflanze, die wird mit Kohle betrieben. Die braucht Kohle, um daraus quasi Mana herzustellen. Oh, Moment, jetzt habe ich... Soll ich Kohle holen? Brauchen wir jetzt noch nicht, weil die müsste ich jetzt erstmal alles craften und so. Das wäre jetzt ein bisschen aufwendig. Aber wenn wir die jetzt zum Beispiel machen wollen, dafür brauchen wir dann zum Beispiel Mana-Powder. Und das stellst du ganz leicht her, indem du hier hingehst und zum Beispiel Zucker nimmst und machst Kuh. Zack. So, jetzt müssen wir ganz kurz warten, bis da wieder ein bisschen mehr Mana drin ist. Jetzt hast du eingesammelt. Ja, und dann macht er daraus aber hier zum Beispiel, das ist jetzt aus dem Zucker geworden, Mana-Powder. Yo, nice. Und das brauchen wir zum Beispiel, um diese... Das sieht voll lecker aus. Um diese Endoflame herzustellen. So, und jetzt lassen wir den einfach hier die ganze Zeit. Deswegen sagte ich ja, wir lassen einfach passiv das Mana erstmal herstellen. Weil das, du siehst ja, das füllt sich richtig langsam. Ich habe zum Beispiel hier diesen Stab. Hier, nimm den mal. Aber wie viel Mana passt da rein? Boah, richtig viel. Mach mal mit dem Stab einfach nur Rechtsklick auf das Ding. Dann siehst du so einen Balken, der so ein kleines blaues Ding hat. Ja, boah, krass. Der kann komplett voll werden und das dauert richtig lange. Und wenn der eine voll ist, schießt er dann automatisch auf den anderen oder ist der andere erst noch eine Reserve? Nee, den anderen müssen wir dann einstellen, aber das dauert richtig lange, bis der voll ist. Gibst du mir den Stock gleich wieder? Ja, klar. Ja. Dann aber rein theoretisch können wir doch jetzt schon mal anfangen und nochmal hier einmal Stones drum ballern, oder? Könnten wir quasi, aber ich würde jetzt erstmal warten. Ich würde das jetzt noch nicht hier weitermachen. Wir können das später richtig krass automatisieren mit den Endoflames und so. Da, aber grundsätzlich ist ja jetzt egal, ob da jetzt was drum steht oder nicht. Das macht ja für uns jetzt keinen Unterschied, oder? Ja gut, klar, wir können jetzt Stein da drum machen, wenn wir... Ist ja nicht das einmal Problem. Nur so nebenbei, lassen wir es einfach laufen. Fertig aus. So. Okay, gut, dann haben wir eigentlich soweit jetzt alles in dieser Folge geschafft, was ich mit Botania machen wollte. Und dann würde ich sagen... Machen das ist echt eine gute Sache, weil das läuft jetzt einfach parallel nebenbei. Das ist richtig gut. Und dann können wir jetzt gucken, dass wir dann den anderen Rest so weitermachen. Okay, schön. Gut, Leute, also wir sind am Ende der Folge angekommen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst gerne positive Werte da. Ihr wisst Bescheid, lasst doch gerne ein Abo da. Schaut bei den anderen Dudes vorbei. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.